Moin, wie Gott hier jüst in Norden von Nordene dat doof dey brot. Weil der Tankautomat ob Nordene mein Kreditkort nicht liegen moch, habe ich beschlossen, den Tanken nach Helgoland zu fahren. Der eine oder andere hat das aber auch besonders ehrlich hier vorher zu kommen. Ob jetzt habe ich den Motor noch mitlaufen. Wir wollten noch vor 4 Jahren den Helgoland bei der Bunkerstation ankommen. Die Ecktüren von Schutzgebiet wie Gold und Jammern, dass wir vorbeikommen. Tankstelle hat leider all die ich das wie angefangen. Zur Beruhigung her wie dann erstmal einen Eiergrog getrunken. An der Vormittag sind wir der Nordbunkerstation rübergefahren und hab dort knapp 150 Liter Diesel tankt. Sind dann wir in Südhaben gegangen, weil wir an dem Morgen ob Tiet los wollen. Da haben wir dann noch einen gemütlichen Tag ob Eiland. Um eben derselben so wie denn in Gang gehen. Der Greziler Kurte Albatros ist mit uns rot gegangen. Ich will sie in Hummerkörben kontrollieren. Thank you.
sich freuen wird und Großteil sehen, kann ich nur auch schüssen, was kann. Die Wetterbericht hat West und West 5 bis 6 mehlt. Mit Grautseil und 2/3 Januar hilft dann erstmal Taulort, was Bogen wirklich los wäre. Irgendwie legen die Tönnen für da, wo für Aal und für Kät kann das wieder in Verbindung. So viel Wind wehte denn auch gar nicht und wir konnten all sehen, was wir haben. Und wenn man für da und da los muss, kann man sogar auch gehen mal zwischen den Händen zu duhlen. Ganz wichtig, zwischen ihnen immer mal wieder eine Tasse Tee trinken. Für die Jahre wird die Bagger aufhören erweigt. Dichter in der Land wurde der Wind weniger und der Warte wo all was glade. Noch ein paar Langschläge, wie wir den nennt, all zum Bereich.
Hier käme der Wind dann von vorn, da wie wir Motoren müssen. In Vorbeifahren muss man immer mal kicken, weil sich da in Spiegelauge Lagoon draufhalten wird. Da lebt dann halt Hammock-Erb und darum sind wir dann erstmal nach Spiegelauge in der Reihe.